So, willkommen bei einem neuen Part. Heute schauen wir uns diese Route hier an. Oh, Bären! Bären, Bären, Bären! Ich mag Bären! Eine wibrige Beere. Dass da immer nur eine Beere auf einem gesamten Baum wachsen, finde ich ein bisschen unlogisch. Naja. Gut, hier ist noch eine wibrige Beere. Und hier ist eine Himbeere, die auf einem gesamten Busch wächst. Aber ich hoffe, ihr hört gerade nicht meine Tastatur. Ich drücke die gerade wie ein Verrückter. So, und eine Salander-Beere. Naja, wir sollten froh sein, dass wir immer einen Bären finden. In der 5. Generation findet man beispielsweise fast keine Bären. Die kriegt man höchstens nur als Geschenke von Pokémon-Rangern. So, hier ist eine Trainerin. Wenn wir schon über Pokémon-Ranger sprechen, ich glaube, die müsste eine sein. Meine Pokémon sind durch die Arbeit auf der Farm stärker geworden. Aber ich bin richtig stolz auf sie. Okay, doch keine. Doch keine Rangerin, sondern eine Farmerin. Oder ein Farmer? Farmer? Oh, das ist ein Farmer. Verdammt. Na, ja, egal. Mir fällt es immer noch schwer, Mann und Frau zu unterscheiden. Er hat einen Griff. Okay. Nur Level 18. Aber es freut mich, dass mal andere Pokémon auftauchen. Griff ist ein interessantes Pokémon. Gut, Angriff mit Flügelschlag. So, wenn wir es schaffen, möchte ich die... Warum setzt der Schafette ein? Egal. Wenn wir es noch schaffen, möchte ich in diesem Part Schlaide noch erreichen. Ein Dummy-Black. Nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Girafarik. Dummy-Black ist ja ein anderes Pokémon. Gut, Flügelschlag. Okay, reicht leider nicht für einen One-Hit-Kill, dafür ist Girafarik viel zu stark. Bei einem Carpador wäre es vielleicht ein One-Hit-Kill gewesen. Okay, das war's. Jetzt setzt er wahrscheinlich seinen Griffel nochmal ein. Was, ein Enthorn? Was will er mit einem Enthorn? Egal. Was nehme ich denn da? Frau Löwe. Frau Löwe muss auch ein bisschen leveln hier. Hat gerade mal Level 24. Okay. Boah, es hat nur Level 19. Das ist eine leichte Beute für unseren Löwen. Also, Essen fassen. Heute gibt's eine Ente. Und so stürzte sich Frau Löwe auf das Enthorn und verspeiste es schnell. So, das Essen war sehr gut. So dass Frau Löwe Level 25 erreichen konnte. Okay, und hier kommt das Griffel nochmal. Wir haben es ja schon geschwächt durch den Flügelschlag unseres Kampffalken. So, hier benutze ich Biss, um AP zu sparen auf Funkensprung. Alles klar. Das war's auch schon. Ein besonders spannender Kampf. Allerdings waren es interessante Pokémon. Auf deine Pokémon kannst du dich wirklich verlassen. Gut, ich hielt hier versteckte Items. Keine versteckten Items. Ah. Aber da komme ich mit meinem Rad hoch. Aha, oh verdammt. Jetzt bin ich direkt in die Arme von zwei Zwillingen gelaufen. Ah. Super, wir kämpfen mit ganz vielen Pokémon. Super! Ein Kampf, an dem drei Trainer teilnehmen! Ja, super! Tier und Rara. Okay, komische Namen. Pikachu und Pipi. Na gut, immerhin sind es keine Baby-Pokémon, denn davon habe ich genug. Alles klar, Pikachu ist die Bedrohung für meinen Pliebrin und meinen Kampffalken. Das heißt, Pikachu muss zuerst drauf gehen. Achso ja, übrigens, Aufnahmezeit ist 17.30 Uhr, deswegen wieder die Dämmerung. So, Flügelschlag auf... Ne, Ruckzuckhieb auf Pikachu. Und Blubstrahl auf Pikachu. So müssten wir verhindern können, dass
Pikachu unsere Pokémon killt. Genau, das wird Pikachu nicht überstehen, da müssen wir nur noch gegen Pipi antreten und Pipi ist nicht besonders angriffslustig. Allerdings kann Pipi mit einer Gesangsattacke nerven. Und Level Up für unseren Starter, Level 28. Und es erlernt die Attacke Furienschlag, eine, naja, finde ich jetzt nicht so berauschende Attacke. Flügelschlag. Stärke 15, Genauigkeit 85. Also allein wegen der Genauigkeit mache ich die Karte. Gerade so viel Hearthstone gespielt, deswegen rede ich hier von Karten. Nee, deswegen mache ich diese Attacke nicht. Einige bekannte Attacken behalten. Furienschlag nicht lernen, genau. Ah, Komprimator ist auch nervig. Komprimator und Gesang. Das sind die zwei nervigen Attacken von Pipi. Gut, leider kann mein Pokémon noch kein Aeroas. Das heißt, ich muss mit Flügelschlag angreifen und Luftstrahl. Die Attacken müssten hoffentlich treffen. Spotlight. Die Attacke bringt nur was im Doppelkampf. Allerdings haben wir das andere Pokémon bereits erledigt. Von daher ist die Attacke jetzt gerade nutzlos gewesen. Was? Mein Pokémon ist verliebt? Oh, Charme Bolzen, verdammt. Ja, super, du verliebst dich in ein Pipi. Hurra! Nochmal eine nutzlose Spotlight-Attacke. Du bist verliebt. Ach, trifft die Attacke jetzt deswegen nicht, weil du verliebt bist oder weil du keinen Bock hast? Egal, immerhin auf Waterloo kann ich mich noch verlassen. Alles klar. Selbst das Team haben wir verloren. Anscheinend, ja. Alles klar. Wo geht's denn hier lang? Ein weiterer Trainer. Sieh mal, der Glanz des Felles meines Pokémons ist sehenswert. Jetzt hast du bestimmt eine Evoli-Entwicklung, oder? Ich glaube, der hat eine Evoli-Entwicklung. Pichu? Okay, Pichu ist keine Evoli-Entwicklung. Ja, falsche Gegner für mein Pokémon. Allerdings ist es ein Baby-Pokémon. Das müsste leicht schlagbar sein. So, ich greife es an mit... Rügelhieb. Ja, nein, Ruckzuckhieb. Rügelhieb. Eine neue Attacke. Was? Ah, Statik! Ja. Mein Kampfvolk hat heute keinen schönen Tag. Erst verliebt es sich in ein Pipi und jetzt ist es paralysiert. Und warum tausche ich es nicht aus? Da habe ich gerade nicht nachgedacht. Okay, ich muss es jetzt so austauschen, weil ich gerade zu blöd war und es nicht gemacht habe. Ich nehme Frau Löwe. Alles klar, es sinkt seinen Angriff, aber ich glaube kaum, dass Pikachu mit Angriff angreift, sondern eher mit Spezialattacken. Die einzige Angriffsattacke, die ich von Pikachu weiß, ist Druckzuckhieb. Und sonst greift es, soweit ich weiß, nur mit Elektroattacken an. So, bis. Mann, ich mag die Flinkklaue, die zeigt richtig, richtig gut Wirkung. Alles klar. Und Kampfvolk erlernt tut's noch nichts, aber er ist erreicht Level 26. Und Voneira, das Baby-Pokémon von Chanera. Sind wir, soweit ich weiß, auch noch nicht begegnet, oder? Ich weiß es gar nicht. So, Funkensprung. Voneira müsste viele KP haben, ähnlich wie ihre Entwicklung. Aber die anderen Werte sind auch nutzlos. Ah, fast Level 26. Ja, nur fast. Hey, hast du auch genau hingesehen? Ja, nein. So, hier ist ein Item, ein Superball. Okay. Und was ist hier? Hier ist ein Haus. Interessant. Frisch und gesund, die beste Milch der Welt.
Alles klar, Pokémon-Züchter Amanda. Oh, ein Pi, ein Pi, ein Pi, ein Pi. Ich hasse Pi. 3,14759, keine Ahnung. Flügelschlag. Alles klar. Und hier ist die Entwicklung von Pi. Pi, Pi. Super. Dieses Pokémon ist das, was mein Kampfhalke so mag. Jetzt komm schon, hör auf! Bitte! Du kriegst auch einen Keks. Alter? Lässt du das jetzt mal? Ich glaube, mein Kampfhalke lässt sich gerne von Pipis herumschikanieren. Ah, fast ein Kill. Fast ein One-Hit-Kill, sag ich mal. Ruckzucki! Das war's. Und hier wieder ein Voneira. Lauter niedliche Pokémon. Alles klar, Flügelschlag müsste das One-Hitten. Ich hoffe nur die Paralyse. Tut mir jetzt keinen Strich durch die Rechnung machen. Denn ansonsten muss ich immer mit Pi rechnen. Scheiße. Pi benutzt man doch, wenn man den Umfang eines Kreises berechnen möchte, oder? Den Radius? Ich weiß es nicht. Ne, die Fläche. Die Fläche. Ne, Fläche ist Radius im Quadrat. Mal Pi. Radius. Im Quadrat mal Pi, das ist die Fläche eines Kreises, genau. Hm, naja. Huge. Hier ist das Haus. Und hier sind, oh Gott, lauter Entertainments hier. Die will ich mir nicht immer anschauen, sonst erinnert mich das an Freddy. Böse Ente. Hohoho, ich zeige dir schon mal, wie gut Doro und ich zusammenarbeiten. Wenn mein Pokémon bei mir ist, kann ich sogar ein bisschen faulenzen, ja. Oh je. Mädel und Papa, Doro und Max. Okay. Charmian und Skunkaboo. Charmian, wie gesagt, das Pokémon, habe ich schon häufiger erwähnt in diesem Let's Play. Aber das Pokémon, was wir brauchen werden für eines unserer Pokémon. Alles klar, Flügelschlag auf Charmian und Lobstrahl auf Skunkaboo. Ich hoffe, dass die beiden Attacken werden One-Hit-Kills. Müsste eigentlich schon sein. Ah! Oder auch nicht. Gut, Finte. Dass du die Verteidigung meiner beiden Pokémon senkst, bringt dir gar nichts. Hä? Oder nur von einem Pokémon? Ich dachte von zwei. Naja, gut. Ich dachte, Kreideschrei tut beide Gegner treffen. Anscheinend nicht. Alter, jetzt Kampfweike! Was machst du denn für einen Mist? Für was bezahle ich dich eigentlich nicht? Für dieses Gratis-Personal. Ich muss mir besseres Personal besorgen. Am besten legendäre Pokémon. Alles klar, verdammt, nicht Ruckzuckieb, sondern Flügelschlag auf Charmian und Blubstrahl auf Charmian. Alles klärchen. Selbst unsere vereinten Kräfte konnten dich nicht besiegen. Ich bin einfach zu gut für euch. Ihr Luschen! Hier ist noch ein Trainer. Verdammt! Ach, jetzt komme ich da nicht hoch. Das ist doch ein Witz, oder? So, jetzt halt.
Jetzt haben wir mit Vollgas. So. Haben wir schon gegen dich gekämpft? Solange es eine Straße gibt, werden wir weiter rennen. Oh Gott. Na, viel Spaß dabei. So, und wer bist du? Ich ruhe mich jetzt aus. Wäre ich ein Vogel-Pokémon, würde ich Ruheort verwenden. Ha, du solltest auch schlafen. Team 51. Bitte lass es Ruheort sein, dann kann ich meinen Kampfhaken verstärken. Wenn sie immer flögen, würden Vogel-Pokémon irgendwann abstürzen. Ja, das stimmt. Und deswegen fliegen Vogel-Pokémon auch noch, wenn sie im Kampf einschlafen. Dann ist immer noch die Animation zu sehen, dass sie fliegen, zumindest ab der 5. Generation. Und das ist auch völlig logisch. Alles klar, ich bringe meinen Kampffalken Ruheort bei. Das steht nämlich im Moveset drin, wo es Ruheort ist. Wo? Hier. Wir müssen ein bisschen vorsichtig mit der Attacke Ruheorts umgehen, denn wenn man Ruheort benutzt, dann kann unser Pokémon von Bodenattacken getroffen werden. So, was verlerne ich denn? Ich glaube... Notsituation. Die Karte. Die Attacke haben wir kaum benutzt bis jetzt und deswegen kommt die auch weg. Alles klar. Als nächstes schauen wir nach, was in diesem Haus ist. Wo es die beste Milch gibt. Ich mag Milch. Jeden Morgen trinke ich immer ein bisschen Milch. Das schmeckt total gut. So. Und jeden Abend trinke ich auch gerne Milch. Ja. Gute Milch. Frisch angezapft. Okay, jetzt bist du hier langsam pervers. Sei gegrüßt, Reisender. Mach unseren Kunden... manche unserer Kunden sind ziemliche Rüpel, die immer kämpfen wollen. Aber achte nicht darauf. Alles klar. So, die verkauft uns Milch. Ja, kaufen wir uns mal eine Milch. Gut. Ah ja, da ist schon eine dieser rüpelhaften Trainerinnen, die kämpfen möchte. So, Frauke. Noch ein Pipi. Okay, Kampfweike, vergiss es. Du kämpfst nicht gegen dieses Pipi. Oder vielleicht doch? Ich glaube, ich heile meinen Kampfweiken mal und... Dann lasse ich es einfach mal kämpfen. Ich gebe meinen Kampfweiken noch eine Chance. Aber wenn es nochmal sich in dieses Pokémon verliebt, dann lasse ich meinen Kampfweiken nie wieder gegen ein Pipi kämpfen. Weckruf. Gut kombinierbar mit der Taktik Gesang. Ah, verdammt, ich habe mich vertippt. Na gut, Ruheort kann man sogar benutzen. Na, jetzt erhöht er seinen Fluchtwert. Kann ich ihn nicht treffen? Flügelschlag. Warum triffst du jetzt nicht? Ah, muss ich einen X-Treffer einsetzen oder was? Ah, ich setze jetzt einen X-Treffer ein. Rein aus Prinzip her. Streckendes Vogel-Pokémon da. Wo ist denn hier X-Treffer? Hier. So, jetzt ist deine Genauigkeit wieder genau. Müsstest du dieses Pipi doch treffen können. Flügelschlag. Also, X-Items wirken Wunder. Alles klar, Level 27 für Kampfweike. Und das war's auch schon. Ich nehme die Niederlage mit einem breiten Grinsen. Findest du das etwa komisch? Oh, natürlich. Ich bin ein Sammler und ich bin stolz auf mein Pokémon-Wissen. Möchtest du, dass ich dein Wissen auf den Prüfstand stelle? Oh, er will kämpfen. Ich dachte, der stellt mir jetzt irgend so eine Frage, wo ich irgend so ein Item bekomme. Danach. Naja. Ein Mogelbaum. Wie nennt man einen Baum, der gerne mogelt? Mogelbaum. Patsching! Alles klar, Waterloo ist besser. Waterloo. Fuskeck! Gut, Blubstrahl.
sehr effektiv gegen Gesteinstypen. Okay. Ein weiteres Mogelbaum. Na, das freut mich, denn weiteres Training für Waterloo. Je mehr Erfahrungspunkte wir sammeln jetzt, desto schneller entwickelt es sich zu Empoleon. Alles klar, das war Mogelbaum Nummer 2. Hast du auch ein drittes? Ja, er hat noch ein drittes. Alles klar, das sollte kein schwieriger Gegner sein. Dieses Mal kill ich's mit Metallklaue. Zur Abwechslung. Wer weiß, vielleicht überlebt es ja. Ah, es überlebt sogar. Verdammt, es überlebt sogar ziemlich klar. Ah, ich hätte doch Glubschall benutzen sollen. Okay, jetzt habe ich Damage bekommen. Hätte ich vermeiden können, aber egal. Glubschall. Und? Jawohl. Denn auf Luftschau war Step drauf, deswegen war die Attacke stärker als Metallklaue. Aber wenn sich unser Pokémon entwickelt, dann wird unser Pokémon zu einem Stahl-Pokémon und zu einem Wassertyp. Und dann ist auch Step auf der Metallklaue drauf. Und hier ist ein weiterer Trainer. Er benutzt ein Pantimos. Vorentwicklung von Pantimos ist Pantimimi. 10 Level weniger als unser Pokémon. Und wir sind ziemlich überlevelt. Fällt mir jetzt gerade so auf. Ich glaube, ich werde mir jetzt mein Pokémon, also die Position werde ich glaube ich danach austauschen und Frau Löwe dann an die erste Stelle tun. Denn unsere Frau Löwe hat nur Level 25. So, wieder ein paar Erfahrungspunkte. Ein weiteres Pantimos. Ich glaube, der hat nur Pantimosse. Da werde ich mein Pokémon jetzt, wie gesagt, wechseln und Frau Löwe einsetzen. Okay. Müsste mit einer Elektro-Attacke leicht knackbar sein. Und zwar, halt, warte, mein Pokémon kann Biss. Biss ist sehr effektiv. Ach, egal, jetzt habe ich schon Funkensprung eingesetzt. Pantimos bekommt in der 6. Generation den Typ Fee hinzu, was es unresistent gegenüber Unlichtattacken macht. Aber in dieser Generation ist es zum Glück nur ein Psycho-Pokémon. Ab der 6. ist es jedoch ein Psycho- und Feen-Pokémon. Ach, nicht schon wieder so eine Duplex-Hieb-Kacke. Wahrscheinlich wieder 5-mal, oder? Das ist Nummer 3. Ja, sieht wohl ganz danach aus. Nein, nur 4-mal, okay. Gut, die Attacke war sehr effektiv. Wäre es die 6., wäre es nicht effektiv gewesen. Oder nur normal stark. Und Level 26 für Frau Löwe. Gut, von den Werten her spielt Frau Löwe auf Angriff und Initiative. So stelle ich es mir auch vor. So, Pantimos Nummer 3. Da werde ich wieder Biss benutzen. Okay, Biss. Das müsste ein One-Hit-Kill, soweit ich weiß, werden, wenn wir Glück haben. Ja, der Angriffswert müsste es eigentlich schon knacken. Ich weiß nicht, wie hoch Pantimos normaler Spezialwert liegt. Normaler Verteidigungswert liegt, meine ich. Auf jeden Fall war der nicht so hoch genug. Wissen allein ist noch kein Garant für den Sieg. Alles klar, und der letzte Trainer, so ein alter Opa. Hey, hast du die ganzen Entons da außen gesehen? Entons sind Pokémon, die an chronischen Kopfschmerzen leiden. Ich fürchte, wir müssen abwarten, bis es ihnen besser geht.
Okay, das war kein Trainer. Gut, dann haben wir jetzt alle hier in diesem Haus besiegt. Und jetzt müssen wir uns an diese Route hier, ja, Route 215. Das ist eigentlich eine neue Route, ne? Soll ich die in diesem Part noch machen oder im nächsten Part? Ich glaube, die mache ich eher im nächsten Part. Ja, ich glaube, die mache ich erst echt im nächsten Part, weil... Das reicht eigentlich schon, sonst wird dieser Part wieder überlang. Und dann verliert man auch die Übersicht und auch die Lust, glaube ich, am Anschauen, wenn man mehrere Parts an einem Tag am Stück anschauen muss, um aktuell auf dem Laufenden zu sein. Gut, dann wird dieser Part wieder 25 Minuten lang, vielleicht auch sogar noch länger. Und im nächsten Part werden wir Schlaiede erreichen. Mit ziemlicher Sicherheit. Gut, ich stelle mich noch bereit, um in den nächsten Part schnell starten zu können. So, am besten vor dem Schild, genau hier. So, okay, dann mache ich hier Schluss und im nächsten Part... Mann, es regnet, nicht gut. Also im nächsten Part werden wir Schlaiede erreichen. Also, macht's gut, euer Enkel P. Ciao.